Willkommen zu einer Schwedenfolge Satisfactory. Wieder mit dabei der Toto, Servus. der Zaraizani Hallo. und meine Wenigkeit. Und im Hintergrund ruft ihr mit, ne? Ja, der Oh. Toto hat angefangen, seine Kraftwerke umzubauen. Eigentlich wollte ich euch heute beibringen, wie man das Ganze berechnet. Das ist jetzt irgendwie untergegangen, weil ich angefangen habe, Treibstoffgeneratoren zu bauen, damit wir den Ausfall von den Kohlekraftwerken auffangen können. Das eigentlich, ich bin mit meiner Planung oder mit dem gar nicht zufrieden, wenn ich ehrlich bin. Das Gut. System, was hier so ist, das sieht geil aus, ne, wenn du von oben guckst. Jetzt habe ich hier so eine Blechlawine gebaut, wo die oben drauf sind praktisch. Danach hast du einmal nur noch nicht mehr so dieses Schönere, sagen wir so. Du hast dann dein Wasserkraftwerk, dann hast du noch deine Turbinen oder hier die Turbinen, und dann hast du noch die Kohlekraftwerke. Bisschen Abstand, freie Fläche und sowas alles. Nachher hast du alles zusammengewürfelt. Eng. Du kannst es jetzt so schön eng zusammenbauen. Ja, Brauchst aber natürlich musst du viel ja nicht. weniger Platz. Ich weiß, aber irgendwie bin ich. Irgendwie auch nicht. Weil ich so, zum Vergleich hier, weil was ich hier gerade gemacht habe, ich finde es cool mit den Durchführungen von Wasser oder auch von der Kohle. Mit diesem, ne, durch den Boden da. Aber es sieht irgendwie nicht aus, finde ich. Also jetzt so, wenn ich es mir so vorstelle, so die Höhe, okay, aber der Rest nicht irgendwie. Ich weiß nicht. Schwertefleisch, wenn du den Gang unten hast, ne, dann hast du die Beleuchtung noch dazu, hat vielleicht schon wieder ein anderes Bild und sowas. Aber aktuell irgendwie, weiß ich nicht. Ich kann ja mal sagen, ich produziere, also baue einfach mal so ein paar Abschnitte. Dann guckst du mal, sagst hier, was dir besser gefällt, und das war das eine oder das andere. Ja, oder wir machen einfach ein Voting daraus. Kannst auch mal. So, was habe ich jetzt noch alles dabei? Habe ich. Was ich auch ein bisschen blöd finde, ist, dass unsere Leitungen, die Kohleleitungen, irgendwie zwei Blöcke zu hoch sind. Also 2 Meter höher sind, wie ich es gerne hätte, damit ich ja die unter dem Boden laufen lassen kann. Steht gerade nicht. Die Zuleitung, die wir von hinten haben, die am Canyon vorbeifühlt. Ja. So, der Weg ist um 2 Meter höher wie die Plattform jetzt. Also auf 22 Meter. Ich bin auf 20 Meter jetzt und wir sind auf 22 Meter. Entweder versetzen wir die runter, die Plattform. Oder ich lasse einfach oben den lang laufen. Dass die Kohle von oben kommt, das Wasser kommt von unten. Ah, du machst das schon. Fünf will ich noch haben. Kupferblech habe ich, das wird nicht das Problem sein. So, der Kollege Zaraizani baut an den Dingens, Computer ne? rum. Alles Computer. Stromspeicher sollten wir auch dringend noch ein paar bauen. Noch was? Leitungen und sowas? Eigentlich eher nicht. Fundamente eher nicht. Haben wir da. Oh, Laufsteg. Eieiei. Achso, die hattest du ja alle gekauft, genau. Ja. Ja. Okay, also, was fehlt uns denn noch? Kupferblech haben wir auf jeden Fall da. So, Motoren. Wir brauchen erschreckend wenig intelligente Beschichtungen. Beton habe ich auf jeden Fall da. Hat der Zaraizani mir mitgebracht.
Na, Stahlbeton. Da können wir auf jeden Fall mal dezent was einpacken. Statoren brauchte ich doch auch, oder nicht? Hat er das jetzt nicht mehr aufgeführt oder habe ich die einfach schon. Ah, da unten sind sie doch. Statoren. Gummi brauche ich auch. Okay, das ist vor Ort. Okay. Zarezani, ich brauche insgesamt 30 Computer. Wie viele hast du davon? Sind sie denn 21, habe ich jetzt. Brachne Okay. Plastik. Und von den schweren modularen Rahmen haben wir da noch welche rumliegen, Toto? Paar, vielleicht 4, 5 Stück oder so. Okay, da brauche ich mehr. Ach du Scheiße. Ah, wird schon eine teure Angelegenheit. Viele Motoren, viele schwere Rahmen, viel Draht. Draht brauche ich extrem viel abgefahren. Gut, das heißt auf jeden Fall, wie gesagt, als nächstes schwere modulare Rahmen. Die werden wir automatisieren, nachdem wir da hinten unsere Energieversorgung geklärt haben. Und dann werden wir die Computer automatisieren und dann lassen wir es erstmal. Es ist ja wirklich Quälerei. Brauchst du noch irgendwas, Zarezani? Ich fliege hier gerade an allem vorbei. Sieben modulare Damen habe ich noch. Modulare Rahmen kann ich hier mitbringen. Achso, schwere. Habe ich noch. Konnte noch mehr. Ja, Schwere brauche ich über 70, das heißt, die muss ich gleich eh machen. Wie macht man denn Schwere aus? Normalen mit? Oben. Ja. So. Ich habe auch noch Kunststoff dabei, kann ich dir geben. Ach ja. Zarezani, du machst Computer, ne? Wie mache ich dann, ja? Ja, dann mache ich die schweren modularen Rahmen. Man braucht eine Menge dafür. Man braucht noch Stahlbeton und Röhren. Ach du meine Güte, ey. Also die zu automatisieren, das wird nicht schön. Hundert Schrauben für einen. Nett. Wir machen das mit dem Voting. Das ist eine gute Idee von dir gewesen. Was denn? Ich werde das mal hinten einfach mal ein Testobjekt hinsetzen. Also insgesamt haben wir das Standard, wie wir es bisher gemacht haben. Dann werde ich jetzt, bin ich gerade dabei, so einen Block zu machen. Kann man sich alles nennen, ist einfach so ein Mega-Block, ein Klotz. Und dann habe ich noch eine dritte Idee so gesehen. Das werde ich jetzt mal machen. Und dann kannst du das ja den Leuten zeigen und sagen, was gefällt euch da besser. Und dann werde ich das umsetzen. Je nachdem, wie viele Leute da sind, wird das nichts bringen. Ja, muss jetzt eher um die Uhrzeit, sind es aktuell 3. Ich gucke zu. Soll ich denke Frau noch? Du Kann ich dir nicht selber, sagen. Sarah, dann weißt du schon, wie viele noch hier gerade gucken. Ja, sie hört das. Ne? Und ich brauche noch ein bisschen für die Vorbereitung halt. Unfassbar. Junge, was diese schweren Rahmen einfach fressen. Unfassbar. Einige Schrauben bei drauf. Ach, nicht nur Schrauben, sondern hier auch, wie gesagt, Röhren, normale Rahmen,
Stahlbeton, also auch schon wirklich sehr, sehr hochwertige Produkte. Das nervt halt eigentlich gerade viel mehr. Der Stahlbeton in so einem Krempel. Ja, das ist wohl wahr. Da geht einiges drauf aktuell. Kannst du mir kurz den Plastik geben? Na klar. Ich glaube, in meinem Auto war auch noch was drin. Muss ich hier selber passen. Muss mal gucken. Hinten in den Arsch. Ja. Ja, hier sind noch welche. Musst du dir rausnehmen. Nochmal 200 Kunststoff. Nochmal zu wenig, ne? Was ist diesmal als erstes fertig? Oh. Da Marc, MEM-Analyse abgeschlossen von der Festplatte. Gehen wir gleich gucken. Schrauben sind leer, schon wieder. Gut, dass ich nicht weit hab. Junge, was klopp ich hier gerade Schrauben durch? Holla die Waldfee, ey. In den modularen Rahmen, glaube ich, brauchen wir sehr oft, ne? Nachher, oder? Weiß ich gar nicht mehr. Sind hier noch verkehrt und macht weg und wieder. Aber wieso brauche ich denn so viel? Ach so, klar, für die Kraftwerke brauche ich die. So. Muss ich wieder neue Rahmen holen? Ansonsten reicht's noch, ja. Stahlbeton reicht auch, gut. So, Zara, was machen die PCs? Die Computer. Laufen, wachsen, 24 heilen. jetzt. Ja. Pass auf, kannst du mir die mal rausschmeißen, alle, die du hast? Hier vielleicht sogar noch welche in der Kiste? Ne, schade. Toto, du hast auch keine Computer mehr, ne? Ja, ich kann nicht gecraftet. Ne, ich dachte, vielleicht hättest du noch welche in der Tasche. Nee, nee. Danke dir. Bin mal wieder los. Yep. Ach, Moment, die MAM-Forschung. Doch gerade mal hier sind. Oh, Alternativrezept zu Stahlbeton. Fabrikator aus Zement und Röhre. 4 Stück pro Minute. Sagt er in das Standardrezept.
Standardrezept sei 6 pro Minute. Da bin ich ja eigentlich dann besser mit. Recycelter Gummi. Treibstoff und Kunststoff. Ah. Kupferlegierung. Marc, bist du noch da? 100 pro Minute. Okay, ich glaube, ich habe den Sieger gefunden. 100 Kupferbarren pro Minute. Das ist natürlich heftig. Das ist richtig heftig. So. Ach komm, hier habe ich noch eine Festplatte. So, tschüss. Jetzt habe ich den Slot auch wieder frei. Alle Festplatten verballert? Nee. Ich habe 3 oder sowas habe ich wieder reingetan, glaube ich. Ich suche sie gerade. Hier, 3 Stück habe ich noch zurückgetan. Weil wir die teilweise hier für irgendwelche Forschungsdinger brauchen. Das war mir dann doch wichtiger. Jetzt die Alternative. Ich meine, weißt du, wir haben noch nicht mal die normalen Rezepte komplett ausgereizt. Dann jetzt mit Alternativrezepten unbedingt anfangen. Ich weiß halt jetzt nicht so direkt, ob das der Weisheit letzter Sinn ist. So, aber ich sehe auf jeden Fall schon nochmal eine Linie für die schweren Rahmen bauen oder eben wirklich sagen, so weißt du was, wir lassen das hier mal wie gesagt eine Nacht durchlaufen oder sowas, bis wirklich einfach alle Lager voll sind und dann bauen wir sowas wie eine Hauptleitung aus den Überschussdingern, also auch vielleicht nicht mehr 2 Leitungen oder vielleicht auch doch, ich weiß noch nicht. Und gucken wir, dass wir da runter sortiert kriegen, sozusagen. Klingt ja nicht verkehrt. Ja, dass wir das dann halt, wie gesagt, wieder in die Manufaktura leiten, da. So, okay. Mitte. So, fangen wir doch mal von hier an. Ölpüppchen. Das ist die Mitte hier. Ja. Wir bauen jeden Tag. Ja? Dann geht es ja. Was ist das? Und es ist immer wieder versetzt. Das ist auch dumm. Ach, die pumpt auch 60? Oh, jetzt kriege ich ja Schnappatmung. Also, 120. Nochmal 120. Macht 240. Mit der 60er habe ich ja meine 300 voll erschöpft. So, jetzt habe ich aber nur 214, nur in Anführungszeichen 240, was ich abnehme. Mhm. Ja. Der nimmt nochmal 60 ab. Das heißt, ich habe einen kompletten damit versorgt. Ja, okay, doch, dann kann ich hier eine dritte von hinsetzen. Dann kann ich die eigentlich wieder runterdrehen und die Leitung eigentlich abschalten. Vom Prinzip her. Alternativ könnte ich es auch einfach lassen, weil wegen sieht witzig aus. Klingt gar nicht schlecht. Oder ich drehe die Treibstoffdinger einfach noch mehr hoch. Habe ich noch so ein Energieding? Habe ich, ne? Mhm.
Luft zu haben, ja klar. 60? Ja, wie viel kann ich euch denn hochdrehen? Ja, du hast dann 90, ist ja gar nicht so schlecht. Kommt dann noch mehr Treibstoff raus. Natürlich eigentlich Quatsch. Hätte ich ja wieder falsch gerechnet. Mal die hier weg, ne? Alt linke Maustaste, machst du einen Ping, ne? Welcher Abstand, sag mal? Ja, ne? Ja, moin! Moin! Computer! Yay! Ich danke dir! Ja, müssen wir hier Röhren bauen, Zawaizani. Wir brauchen Röhren, viel mehr Röhren. In der Mitte oder wo habe ich die hier hingesetzt? Also hier alles in der Mitte. Finde ich übrigens ein schönes Feature, dass ich die jetzt hier so durch die Gegend ziehen kann einfach. So gut. Er ist einfach nur bei den Böden so gesehen, dieses Zwischenelement, was du hast, ja, wo die Böden sich aufeinander greifen, da kannst du keine Bodendurchführung durchsetzen. Mhm. So, jetzt habe ich natürlich genau zwei Leitungen bzw. zwei Stellen, wo es halt nicht geht. Damit sich entweder die was verschieben um 1 jeweils sind wieder unsymmetrisch. Oh, das ist natürlich immer ganz schlecht. Das kann ich verstehen, Toto. Da bin ich bin ich schwierig dran. Ja, aber ist nichts anderes möglich, so gesehen. Entweder hast du ein schiefes Rohr danach, was rausgeht, was dann komplett kacke aussieht wahrscheinlich. Oder du hast halt eine, ja, irgendeine ganze Reihe, wo einfach dann siehst, dass da immer um 1 versetzt ist. Aber ist eine ganze Reihe, das ist nicht nur ein einzelner, sondern halt nur eine ganze Reihe. Ich mir sage, ja gut, das ist dann besser für dich persönlich. Thank you.
werden die wieder von vorne angeschlossen. Irgendwann ist immer, ne? Ja, da sagst du was. Vor allem rate mal, wo ich ausgerechnet jetzt nichts hab. Na, du kommst nicht drauf. Ne. Genau. Ein Backrezept ist fällt. Wo haben wir denn die glatten Röhrchen? Da sind die glatten Röhrchen. Nee. Ist jetzt echt das Ding zu steil oder was? Was heißt Nondl? Nondl. Nudel. Ja, die Nudel. Ja, weiß ich nicht. Wie eine Nudel halt. Ja, funktioniert. So, alles gefüllt. Junge, Junge, Junge. Das könntest du noch ein, so werde ich ein bisschen hier sitzen. Was sagst du? So, jetzt knallst du auch dein Rohöl noch mit da rein. Jetzt geht das hier richtig ab. Und jawohl, du produzierst schon Treibstoff. Der kommt auch, würde ich behaupten, hier an. Ne, gehört nichts hier an, warum nicht? Untätig, warum? Warum bist du untätig? Durchfluss. Hat scheinbar geklappt. Aber untätig, weil genauso bestimmt einfach die Treibstofftanks voll sind, ne? Bin mir fast sicher, ihr werdet den Scheiß einfach nicht mehr los. Kommt so in etwa vermutlich hin. So, egal, der pumpt jetzt auch noch mal mit zusätzlich da rein. Boah, ey. Gar nicht so schlecht. Jo, Leitungen sind alle komplett gefüllt, okay. Ja, dann ist es halt so. Da kann man dann einfach nichts machen, ne? Full ist es full. Ist genauso, genauso ist es. So, jetzt müssen wir hingehen. Na, das sieht auf jeden Fall auch schon mal richtig, richtig gut aus. Das gefällt mir. So, ne, Moment. So, und jetzt ein zurück, oder? Zeigt er mir hier nichts an? Ja, wie zeigt er? Ah, so. Auch lang. So weit nach vorne. Warum bist du jetzt schon wieder ein Honk? Zara, du bist so still. Was ist da los? Müde. Müde. Ja, Mensch. Bist du doch von uns gewohnt. Hängt.
So, Gummi brauchen wir. Gummi weiß ich, wo wir herkriegen. Hä? Wieso läuft hier? Wieso steht hier die Abfüllung still? Kommen keine leeren Kanister? Was ist denn jetzt los? Hallo? Warum untätig? Habe ich hier den Strom geklaut? Nee. Hä, wieso tust du denn nichts? Wegen hier bestimmt auch dem Verbindungsstück, ne? Nee, du hattest doch Rohöl. Hä? Wieso tust du denn da nichts? Leitung ist voll, Leitung ist voll. Habe ich irgendwas verpasst? Wieso laufen die nicht? Ja, weil hier kommen keine Kunststoffkanister raus. Macht auch Sinn. Der wird seinen Schwerölrückstand nicht mehr los, weil ich, wie gesagt, hier die Kanister voll habe. Und wenn er das natürlich nicht los wird, dann können sie, wie gesagt, auch wieder nichts produzieren. Ja. Ganz dämlich. Doch so einfach. Ja, eigentlich schon. Deshalb sollte ich als erstes mal anfangen. So. 2, 3, 4, 5. So, das hatte ich mir ja auch vorgenommen. Einmal hier wieder. Insgesamt 10 Pufferspeicher. Ja, und pass auf, jetzt müssten eigentlich alle wieder anlaufen. Hä? Hey, Rohr hat eine ungültige Form. Ah ja, so rum funktioniert's. Interessant. So, jetzt fluten sich nämlich wieder hier die Tanks und jetzt dürfte an sich erstmal wieder alles laufen. Soweit zumindest meine Theorie. Ah, wird schon. Ordentlich. Sieht aber ganz gut aus. Ich prüfe mal. Jo, siehst du, da kommt schon der Kanister, da wird auch schon wieder abgefüllt. Sehr, sehr schön. Ja, so simpel kann es manchmal sein. So, wo haben wir Gummi? Hier haben wir Gummi. So, Gummi brauche ich. So,
stehen 3. Junge, Junge, Junge. Knallst du durch? Hä? Knallst du durch, die Waffe? Was mache ich? Ob du durchknallst. Das Zeug, kommt das alles an oder was? Oder was ist nee, da? Ich baue gerade halt einfach nur unsere Notversorgung und stelle fest, ungenügend Material. Das ist schon gar keine. Nein, das gibt's nicht. Ungenügend Material habe ich falsch geplant. Mir fehlen Motoren, mir fehlen Computer, mir fehlen schwere Rahmen. Ja, du hast jetzt absolut falsch geplant. 2, 4, 2, 4, 5. Wo ist denn der? Ah, das kann doch jetzt nicht wahr sein. Aber wieso so krumme Zahlen? Hier von 2, da von 3? Hier. Ach, Kacke. Sechs ja, schwere Rahmen. Oh, leck mich doch im Zuckerli. Hast du noch Material dabei, Zara? Nee, deine Karre ist leider komplett leer. Hast du noch Computer? Nee, ne? Hat's mir alle gegeben. 17. Was? 17. Hast du noch? Ah ja, guck mal. Oh, Motoren hast du auch. Das heißt, wir brauchen an sich nur noch schwere Rahmen. 7, aber das reicht nicht mit 10 Maschinen. Wie viel hast du? 7. Ja, reicht. Reicht. Ich brauch 6. Ja. Boah, perfekt. Guck mal hier, Zarazani, der Lebensretter. Ist einfach so. 2, 4, 5, ja. Geil. So. Welcome to the new era of Treibstoffgewinnung. Of Stromgewinnung. Achtung, Zara, ich buddel uns ein bisschen ein. Boah, ist das geil. Oh ja. Das wird richtig gut. Oh, das wird richtig gut. Ja, ist also vom Prinzip her auch noch erweiterbar, ne? So, dann. Zweiseitiger Wand. Teilnahme. Oh, hier muss ich schon ab.
Moment. Das ist nicht, wie ich das geplant habe. Weil da können immer nur zwei Dinger dran festgemacht werden, ne? So, und ich brauche aber mehr. Oder wie ist das? Theoretisch brauche ich hier immer noch einen Mast, ne? Könnte ich mit dem dahin. So, dann müsste ich von hier aus. Oder wie sieht das aus? Okay, das ist jetzt ärgerlich. Das geht jetzt nicht auf, wie ich mir das vorgestellt habe. Okay. Das nervt ja schon mal. Direkt unter diesen mega fetten Flutlichtern, ne? Viel cooler aus. Irgendwie. So gut. Ich finde es sehr schade, dass du nicht noch variable Beleuchtung hast. Ich? Hm? Wie ich? Nee, du meinst das Game. Das ist Game, hier klar, das Game. Okay. Du kannst ja nichts dafür dazu haben. Danke. Ja. Wer weiß, vielleicht denkst du ja, ich habe das mit Absicht gemacht. Gerade Angst, dass ich vielleicht. Nee, es müsste passen. Nee. Aber ich werde es ja gleich sehen. Bitte, brauchst du gerade noch was? Bitte? Brauchst du gerade noch was? Ich glaube tatsächlich nicht. Ich würde dann mal in die Base fahren und rausgehen. Mach das, Sarah, ist auch spät. Ist in Ordnung. Nee, wie krieg ich das denn cooler hin, sag mal? Doch, indem ich den Strommast eigentlich hier mittig hinsetze, ne? Ja, das sieht cool aus, okay. Wäre nur eine optische Verarschung, ne? Aber bitte. Verarschung? Ja, mit den. Wie willst du jetzt, das Geländer ist ja nirgendwo fixiert, ne? Ne? Ne. Aktuell nicht. Es schwimmt einfach da unter dem ganzen Gedinge einfach rum. Ich probiere gerade durch eine optische Verarschung, aber das klappt wieder natürlich nicht so, wie man es gerne hätte. Ne? Klassiker. Ja. Also entweder das Fundament durch die Mitte durch oder
richtig kacke halt. Eins von beidem, sagst du? Ja, optisch kacke. Optischer Stuhlgang. Man kommt dran vorbei, es ist auch nicht so wild, in Anführungsstrichen, aber so hast du wenigstens noch den Faktor, dass man denkt, okay, das ist wirklich irgendwie befestigt worden. Und schwebt nicht einfach so in der Luft hier rum. So, mal eben Energieversorgung. Als bis dahin darf es nicht gehen. Wie oft ich mittlerweile schon ins Wasser gefallen bin, ne? Und stinkst immer noch. So endest du aber auch. So, okay. Also. Nein, so. Ach gut. Geschafft. Ja, ja, doch. Nicht. Pass auf, Jo. Leitung ist voll, die füllen sich jetzt auch. So, pass auf, jetzt geht's gleich ab. So. Darf ich dir mein Ungetüm vorstellen? Übrigens erweiterbar. So, jetzt sind die natürlich genau falsch versetzt, warum auch immer. Ist mir Wurst. Schade, dass wir hier noch keinen Schalter haben. Kann man auch tauschen. Ja, kann man. So, aber jetzt erstmal, Achtung, liebe Leute, nicht erschrecken, wird laut. Mega witzig, die Dinger klingen einfach wie ein LKW. Und ich höre nichts von deinem Zaun. Ach, ja, nee, ist gut. Ich hab den ja auch gar nicht on. Den Sound habe ich gar nicht on. Oh, kann je. Ich hier gar nicht sagen. Wird spät. Zara hat schon recht. Ne? Ja, ich denke. Lieber Zara, schön, dass du dabei warst. Ich wünsche dir eine erholsame gute Nacht. Und sag mal bis demnächst. Noch gut. Danke, schlaf da gut. Danke. Bis denn. Wird schon vorbei. Das passt, das sieht geil aus. Also, es sieht schon gut aus, aber stört trotzdem noch so. So, also 12 Kubikmeter pro Minute. 12. Ist jetzt natürlich einfach zu rechnen. Wir haben, wie gesagt, 10 Stück. Heißt also 120. Relativ easy. Am Toto, wie gesagt, mit den Kohlekraftwerken ist das alles ein bisschen was aufwendiger. Kriegen wir aber auch noch hin. So ist nicht. Ich mach's mir nur kompliziert wie blöd halt wahrscheinlich. Weil ich denke wieder halt, ne, dieses typische, könnte aber noch und hier und da und So, guck mal, bist du an einem Strommast zufällig? Ne? Ne? Geht auch mal hin. Shit, so weit laufen. Ja, wäre schon cool irgendwie. Bin ja direkt bei den ganzen Kraftwerken, ne? Ja, dann geh doch mal an einen. Also du siehst, wie gesagt, was wir gerade produzieren, was wir konsumieren, ja, ne? Warte. Ja, ja.
Geronimo. So, jetzt der Fighter ist Backup. Muss man schon zu einem gehen, der kein Backup ist. So, Hauptkraftwerk 2,55 Megawatt, also 2550, 1,8. Machen wir gerade Speicher 31 Befüllung. Ja. Ja. Guck mal auf Produktion. Auf Produktion? Ja, guck mal, was meinst du, warum Speicher 31%? Ich ja, hab... das habe ich schon gesehen mit den von 2,55 auf die 4 habe ich schon gesehen. Ja, sieht man auch hier leicht. Okay. Ja, ja. Also, wir haben jetzt gerade haben wir deutlich mehr Energieproduktion wie auf dem alten Spielstand. Wir haben zwar bis jetzt weniger Verbrauch, aber ist ja nicht schlimm. Also ich denke, das spricht für sich, um ehrlich zu sein. Dann ist die Frage, ob man nicht bleibt, wenn du sagst, du kannst das da hinten weiter ausbauen. Ja. Warum sollten wir dann auf Kohle gehen? Weil wir hier Punkt A, wie gesagt, dann in den Bahnhofsbereich reinkommen und weil wir jetzt im Prinzip das Öl ausgeschöpft haben, alles was hier ist. Wir haben hier jetzt noch 30 in Reserve, theoretisch, ne, bei dieser Pumpe. Die läuft eigentlich nicht die ganze Zeit auf Dauer. Obwohl du hier schon siehst, ja doch, eigentlich schon. Also ich hatte die eigentlich vorher runtergedreht. Theoretisch haben wir hier 30 zu viel. Theoretisch. Mhm. Ja, nur praktisch halt irgendwie nicht. Okay. Ne, weil natürlich, wie gesagt, die verbrauchen alle unterschiedlich schnell. Und bis halt dann der Rotz hier ganz hinten ist, kann das halt sein, dass einfach vorne schon verbraucht wurde. Und der schon wieder nachnimmt. So, deswegen habe ich hier halt eine leichte Überproduktion. Also ich sag mal, dass ich da lieber mit zu viel reindrücke, wie einmal zu wenig zu haben. Und ja, wie man sieht, es läuft halt alles, ne? Die hatte ich ja sogar ein bisschen runtergeschraubt noch. Das heißt, wir haben auch hier wieder eine Überproduktion, damit eben das Rohöl passt. Aber wie gesagt, Tanks sind voll, aber so habe ich es lieber wie zu wenig. Also wir könnten jetzt von der Theorie her, ich glaube, maximal noch ein Ding in Betrieb nehmen. Aber kein Treibstoffteil, glaube ich. Ne, 60 haben wir nicht mehr. Ja, wir könnten halt eins mit 50% laufen lassen oder eben eins mit 150, ne? Also wir könnten jetzt hier hingehen und das Ding mit 150% betreiben. Das könnten wir durchaus tun. So, aber ich weiß nicht, ob uns das was bringt. Großartig. Also klar, mehr Treibstoff nochmal in der Leitung, aber ja, wobei, wie viel hätten wir dann? Wären das nochmal zwei Kraftwerke? 40, wenn ich auf 150% gehe, hätte ich nochmal 20 mehr. Ja, nicht ganz. Könnte ich den da vorne noch was runterdrehen, dann hätten wir nochmal mehr. Den hier habe ich ja was runtergedreht. Ne, damit der hier, Quatsch, hier den Apfelkollegen, damit der halt etwas weniger verbraucht. Nur 34 Treibstoff, wo ich jetzt gerade gar nicht mehr weiß, ob das sinnig ist. Weil wir produzieren ja jetzt 120... Oh, Momente mal. Oh, Momente mal. Ja, doch, Moment. Wir produzieren hier mit 120. So, und mit dir produzieren wir nochmal 40, also 160. So, aber den lasse ich ja abfüllen. Den lasse ich also, wenn ich den jetzt wieder auf 100% hochdrehe, dann hat der auch wieder seine 40. Dann sind jetzt wirklich alle Treibstoffdinger ausgenutzt. So, ich würde den aber lieber was runterdrehen. Alleine wegen den Leerkanistern, ne? So viele kommen doch hier gar nicht raus. Ah, doch, hier kommen 42 die Minute raus. So, ich würde den, wie gesagt, lieber was runtergedreht lassen, ne? Dass wir immer einen kleinen Überfluss an Treibstoff hier drin haben. Denn dann, wie gesagt, haben wir halt auch immer die Kraftwerke, die laufen auf jeden Fall. So ist halt mein Gedanke. Ist jetzt vielleicht ein bisschen übertrieben wieder, aber... So, also theoretisch, wie gesagt, könnten wir eins mit mehr Leistung laufen lassen. Wenn wir den dann noch die Abfüllung etwas runterdrehen, was halt auch gar nicht so unsinnig ist, ne? Denn du siehst, die Container sind schon voll von der Abfüllung. So, das heißt also, hier Treibstoff ist en masse da. Ich nehme jetzt mal 200-300 raus, wie gesagt, für unsere Fahrzeuge, um das einfach mitzubringen. Ne, sobald wir Jetpacks haben, brauchen wir das natürlich sowieso. So, aber bis dahin, wie gesagt, man sieht halt, das ist jetzt voll.
Also. Pff. Das stürzt dich, ja. So, ja, das, ne, wie gesagt, wir können jetzt eins hochdrehen. Ich habe sogar noch ein Energiefragment, das können wir hochdrehen, dass das noch mehr powert. Das geht, klar. Hätten wir noch mehr Kraftstoff. Ja, wir könnten noch mal zwei Kraftwerke dahin kriegen. Hätten wir halt noch mal 300 MW mehr. Das sind also dann 1,8 MW. Die verbrauchen wir aktuell nicht, wenn ich das richtig gesehen habe. Aktuell verbrauchen wir die nicht. Frage ist natürlich, wie gesagt, was passiert noch alles? Und dann könnten wir theoretisch die Kohlekraftwerke halt mal kurz komplett stilllegen. Aber wir haben noch nicht ein Manufaktor am Laufen. Ne? In keinster Weise. Wir haben also, wie gesagt, auch noch... ja, wir haben noch sehr, sehr viel Energiebedarf, wenn wir jetzt anfangen zu automatisieren. Also auf die Kohle verzichten, unter keinen Umständen, ganz ehrlich. So, ich würde hier die 10 lassen. 10 ist eine schöne Zahl. Wie gesagt, das läuft jetzt gut. Das läuft mit Überschuss. Also, ich würde es jetzt einfach so laufen lassen und dann sind wir durch. Wie gesagt, hier sind die Tanks. Das heißt, also auch wenn hier mal was schief geht, die Speicher noch genügend. Ja, siehst du, alle voll. Also, wir könnten die Abfüllung hier sogar noch einen Ticken weiter runterdrehen. Nee, wir drehen die hoch und drehen dafür, wie gesagt, hinten eine Raffinerie, drehen wir hoch, oder? Ja. Lassen wir die überproduzieren, kriegen wir auch noch ein bisschen mehr Rohöl weg. So, welche nehmen wir? Nehmen wir die mittlere, ne? Boah, ist das laut. Wobei kommen wir es an, ne? Fast 60 MW, das ist natürlich heftig. Das ist natürlich richtig heftig. Nicht gut. Naja, wieso? Normal fressen sie 30. Eieiei. So, die läuft jetzt, wie gesagt, mit noch mehr Produktion. Fertig. Dass wir immer schön, wie gesagt, Treibstoff voll haben. Da kann ich die Abfüllung auch wieder hochdrehen. Vor allem jetzt, wo wir da, wo ich der Kanister rausgenommen habe. Jo. Das geht wieder nicht. Oh, ist schon mal wieder auf 100. Sehr gut. Also, dich können wir aber tatsächlich noch ein bisschen runterdrehen, ne? 40,8. Ich muss ja noch ein Ventil setzen, eine Pumpe. So. Ob geht die Pumpe ins Wasser? Ne, die kommt einfach so irgendwo hin. Ne? Ja, die kannst du ins Rohr schmeißen, ja. Also irgendwo im Rohr müsste die laufen. Ah, sehr schön. Ah, guck da, Speicher geht hoch. So lobe ich mir das. Ah, guck, hier laufen die ganzen Motoren. So, sehr schön. Mein lieber Toto. Ich würde jetzt aber auch langsam den Feierabend einläuten. Kein Ding, ich bin auch langsam am Duseln. Ich an diesen Aussichtsturm. Ich hab jetzt mal ein Rohr mit der Pumpe dran gemacht. Dann sagst du, der kann ja 10 Meter, das heißt eindeutig müssten wir schnell was höher machen. Ich will jetzt mal da hin. Hallo, bauen, Pumpe. Macht er nicht. Warum nicht? So. Ja, können wir hier auf jeden Fall auch die Bahn anschließen. Ich habe so das Gefühl, genug Strom haben wir erstmal. Ja, da laufen sie. Ich kann keine Pumpe wieder bauen. Ne? Wieso? Ja, wieder schön viel Bug, ich muss wieder raus und wieder rein. Ja, weiß ich nicht, oder wie gesagt, du musst ans Rohrende gehen, ne? Meinst du, ich bin ja eigentlich schon ziemlich tief gewesen, was ein bisschen tiefer? Nö. Nö, wieder weg schön.
Kleiner Buggy-Bug. Ich wollte gerade sagen, warum kommt hier nichts, aber da ist es doch. Zack, zack. So. Und wieder ab in den Schredder. Kannst wieder Coupons drucken, schon wieder 10 Stück. Gut. So, ich glaube, ich komme jetzt auch noch zurück zur Basis. Das läuft ja soweit alles. Ich würde aber behaupten, das können wir jetzt erstmal so laufen lassen. Denke ich. So, dann können wir jetzt erstmal zur Basis zurückfahren. Junge, 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 habe ich einen Krempel hier noch dabei. Ja, Treibstoff, wie gesagt, 300 müsste für uns erstmal reichen, ne? Und dann machen wir uns mal einen Kopf darüber, wie gesagt, ob wir hier wirklich eine LKW-Station hinsetzen oder ob nicht. Für den Anfang vielleicht nicht der schlechteste, wa? Ja, hab ich schon gesagt, machen wir LKW-Station. Ja, dann wie gesagt, rüberfahren, abladen und dann da verteilen. In diese Container. Heißt also, wir haben dann unten so ein Hauptband oder was, da bauen wir die Intelenz-Splitter drauf, ja. Von da aus verteilen wir dann ein bisschen. Hm. Klingt nach dem Plan. Oh je. So. Wenn du lustig bist, kann natürlich noch hier zum Kraftwerk kommen. Ich sag erstmal, die erste Spielerei ist fertig. Natürlich nicht am Strom angeschlossen, aber schon mit Beleuchtung und einem Rämmchen. Ich glaube, ich würde das eher als Highlight schon mal für die nächste Folge belassen. Und das ist doch kein Highlight, das ist einfach nur mal gerade so. Ja, wir sind aber schon wieder über die Stunde. Achso, warte dann. Und jetzt haben wir doch gerade eben erst die Treibstoffkraftwerke fertig gekriegt. Dann würde ich mir die Kohlekraft, wie gesagt, fürs nächste Mal aufheben, beziehungsweise dann die den Gedankenschmalz für, wie gesagt, unsere Manufakturs und wir da unten die Linien nochmal kurz zusammengesetzt kriegen. Huch, wer hat denn das hier größer gebaut? Warst du das oder der Zara? Die Rampe? Ja. Noch ein Zara. Oh, nicht schlecht. Ah, trautes Heim, Glück allein. Da sitzt er mit seinem Käffchen. Sehr schön. Sehr, sehr schön. War hier nicht wieder eine Forschung fertig? Doch, guck mal hier. Schon wieder Alternativrezept. Polymerharz will ich. Oh, guck mal hier. Alternativrezept. Mhm. Highspeed-Anschluss. Oh, das klingt gut. Gesundheit. Was ist, okay, was ist, also normale Rate. Normale Rate 3,75. Okay, das heißt, hiermit hätten wir zwar weniger, aber. Oh doch, wir brauchen eine Platine mehr und brauchen dafür noch Quarzsand. Na, da finde ich, sind wir mit dem Standardrezept irgendwie besser unterwegs. Das Polymerharz. Was kommt denn da raus? Standardrezept? Ist doch Treibstoff. Was kommt denn hier raus? Resttreibstoff oder nicht? Schwerölrückstand, ja. 130 pro Minute, das ist natürlich richtig heftig. Und hier ist wieder das flexible Gerüst aus einem Rahmen, Stahlträgern und Gummi. Aber vor allem, da kommen 7,5 pro Minute raus. Das finde ich richtig heftig. Frage ist, wann haben wir schon mal gebraucht? Ne. Highspeed-Anschlüsse auch nicht. Wir haben noch nichts davon gebraucht. Ich weiß aber, wir werden die Highspeed-Anschlüsse brauchen und ich vermute, dass wir früher oder später auch hier dieses flexible Gerüst brauchen. Ja, das meine ich, war für eine MAM-Forschung oder so, weil du noch in die Luft schickst da. Für den Aufzug? Ja, ja. Ja, ja, aber die Dinger produzieren wir doch, meine ich schon, das Mehrzweckgerüst oder nicht? Ja, ja. Mal so 500 oder was davon braucht. Oder? Ja, ist halt natürlich nur heftig hier, die 7,5 pro Minute, das ist richtig heftig. Boah. Bleib mal bitte was von mir weg, das dröhnt in den Ohren. Toto! Ich park doch gerade noch ein. Ja,
Ja, es dröhnt. So, mach mal. Sag mal was. Silizium-Highspeed-Anschluss? Ach, dafür gar nichts. Oder muss jetzt eins aussuchen davon? Ja, ich muss eins aussuchen. Das ist ja das dämliche. So. Harz. Okay. Also, wenn du sagst, dass der Treibstoff dann, hast du eine mehr Fördermenge bekommen vom Polymerharz? Ja, extrem viel, aber ne, wir haben halt hier Resttreibstoff. Also bis jetzt produzieren wir normalen Treibstoff und das dreifach. Also. Okay. Aber hier, wie gesagt, brauchen wir mehr Platinen und brauchen dein, naja, brauchen Silizium. Das ist eigentlich. Aber Platinen war noch nicht viel. Es war nur Kunststoff und. Genau. Und hier Silizium. Dings für uns. Was? Und da brauchst du jetzt Quarzsand und den Turbo dran. Ja, weiß ich nicht. Also Quarz, wir haben eine Fabrik, wo wir Quarz abbauen. Turbodraht wird auch produziert. Quarzsand aber brauchen wir aktuell für nichts anderes. Nee, gar nichts. Das ist tote Ware. Nur halt der Turbodraht, ne? Ich kann aber gerade nachgucken, was wir sonst brauchen im Vergleich. Platinen waren das jetzt, ne? Hm. Die Standardplatine, oder ist das schon die hochwertige Platine? Was? Highspeed-Platine ist. Ne? Ja, aber du brauchst hier zwei Standardplatinen für. So, du brauchst drüben brauchst nur eine Platine, aber Kupferkabel. Okay, das ist halt richtig heftig. So, ne? Hier, wie gesagt, 130 Polymerharz pro Minute und 20 Schwerölrückstand, ja. Das ist schon richtig krank. Und du brauchst bei dem 56 Turbodraht bei uns und bei dem brauchst du 60. Ja, kann ich hier auch gucken. Achso. Das geht, aber du brauchst halt vor allem weniger Platinen, das denke ich eher, weil Platinen sind aufwendig. Du brauchst die Quarzsand ist auch aufwendig. Hier brauchst du erstmal nur Kabel und Turbodrahten, eine Platine. Richtig, beim Standardding, ja, ist so besser. Ja, ich denke auch. Komm, wir nehmen den Harz. Der Marc sagt das auch. Ach, der Marc ist ja da. Ja, hoi. Ja. Oh, der Marc da. So, okay. Ich würde aber sagen. Oh, das ist. Alter, das ist eine geile Farbe. Warte. Das sieht richtig geil aus, dein Grün. Ach so. Das gefällt mir richtig gut. Wo bist du eigentlich? So. Wo bin ich eigentlich? Ah, hier bin ich. Ach guck mal, wir haben auch gar keinen Meilenstein ausgewählt. Was ist denn da los? Oh, das wird dir gefallen. Ja, ah, lol, noch besser. Wird dir richtig gut gefallen. Hol mal Kunststoff. Projekt fertig, oder? Ja, hol mal Kunststoff. Ja, warte, ich hab gar nichts dabei. Mein Auto ist voll mit Zeug, was du wahrscheinlich brauchst dafür. Wir haben keinen Kunststoff, du Flehfaul. Hier haben wir keinen Kunststoff. Hier ist nichts drin. Ah, oh, hör auf. Da ist nichts drin. Hör auf. Ich kitz mal gerade bei den ganzen. Bei mir auch nicht. Sarah hat da Turbodraht 3 Tonnen, das ist meiner. Da war nichts drin. Wo ist denn Sarahs Auto? Hier hinten. Ich kann den Explorer von ihm nicht nehmen. Ja, schade. Ich hab gedacht, wir hätten hier hinten noch irgendwo Kunststoff drin rumfliegen. Ne. Nee, aber nicht, wir haben nur Polymerharz. hat er den gesperrt? Ne. Weiß ich nicht. Ah, bestimmt. Ist ja auch egal. Schade, sonst hätten wir da eben ein Jetpack gemacht. Ach so. Ach, schade, echt. Ja, mein Gott, beim nächsten Mal. Wie gesagt, dann kommt die Monorail, aber hierfür, wie gesagt, wieder schwere modulare Rahmen und Computer. Das tun wir uns nicht an. Das tun wir uns nicht an. So, dann kommt Pipeline-Technologie Nummer 2. Brauchen wir eigentlich aktuell nicht. Oh, hier hast du Pumpen mit einer Förderhöhe von 50 Metern. Wow. Was denn? Dann hätte ich das Ding ja direkt oben bei unserem Canyon gebaut. Dann hätten wir direkt von unserer Base auf die ganzen Roofs gucken können. Ja, Schwachsinn. Guck dir an, was du dafür wieder alles brauchst. Schwere Rahmen und. Ja, und? Die schweren Rahmen, die crafte ich hier in 10 Minuten. Ja. So, ihr Lieben, vielen lieben Dank fürs Zuschauen an dieser Stelle. Wünsche ich euch eine wunderbare und erholsame gute Nacht und sag bis demnächst. Ciao. Ciao, ciao. So, noch schnell gemeinsam den Speichernamen auswählen. Treibstoff, Strom, Benzin, gut. Jo. So. Ah, wir nennen es nur Strom, Benzin. So. Bis dahin. Tschüss. Tschüss.